Herzlich willkommen, mein Name ist Jana Doppler. Ich darf Sie heute begrüßen zum ÖHV-Kongress 2022. Ich und mein Team werden Sie heute durch den Kongressalltag führen. Wir werden die Thematik "Wie tickt die Jugend" genauer analysieren und dabei sind uns die Ansichten von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und der Jugend selbst besonders wichtig. Bitte begleiten Sie uns. Ich darf heute an meiner Seite unseren Studienkoordinator vom ÖHV Tourismuskolleg am Semmering begrüßen, Herr Magister Haberl, und ein kleines Interview führen mit ihm. Herr Haberl, wie haben sich die Schüler und Studenten in den letzten Jahren entwickelt? Also eine Tourismusausbildung natürlich, wie wir es gerade auch in dem interessanten Beitrag gehört haben, es wird immer schwieriger, Leute zu motivieren für Dienstleistungsberufe. Deswegen haben wir am Semmering ja dieses sehr innovative Programm gestartet mit dem ÖHV Tourismus Tourismuskolleg, wo man wirklich im dualen System mit sehr viel Praxisanteil junge Menschen, glaube ich, schon nach wie vor gewinnen kann. Aber das generelle Image leider der Tourismus- und Freizeitwirtschaft ist in der Öffentlichkeit noch immer nicht optimal. Hier muss man einfach flexible Modelle für die Zukunft finden und ich glaube, dann kann man die Jugend auch wieder motivieren. Und wie motivieren Sie Ihre jungen Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen? Ja, das müssten Sie eigentlich unsere jungen Mitarbeiter fragen, indem wir ihnen Wertschätzung gegenüberbringen, indem wir ihnen einen möglichst interessanten, spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsplatz schaffen. Lehrlinge zum Beispiel bei uns, wenn sie jetzt Restaurantfachmann oder Frau erlernen, dann verbringen sie ihre Zeit nicht nur in dieser Abteilung, sondern auch in der Marketingabteilung, auch im Controlling, auch im Housekeeping, auch in der Küche. Also ich habe jetzt den Sydney bei mir, der die Handelsakademie abgeschlossen hat, und störe mir jetzt ein paar Fragen. Welche Erfahrungen hast du bereits in der Hotellerie gesammelt? Ja, also das ist halt mein zweiter Monat erst als Servicemitarbeiter. Und ja, ich würde so sagen, es ist wirklich toll. Die Mitarbeiter sind wirklich nett. Also am Anfang habe ich vieles nicht verstanden, was zum Beispiel die Racks sind, wo man das alles hinzusortiert oder so. Aber jetzt geht es mir mittlerweile viel besser und ja, ich fühle mich jetzt wohl in diesem Arbeitsbereich, würde ich sagen. Sehr schön. Ja. Welche Erwartungen hast du in Zukunft an deinen Arbeitgeber? Ich würde sagen, eine gute Zusammenarbeit, Loyalität, Vertrauen und Zuverlässigkeit, würde ich sagen. Ich habe bereits in einem Café gearbeitet, also in der Gastro, und dann war ich zum Beispiel letzten Sommer an der Rezeption bei einem Campingplatz in Italien. Welche Erwartungen hast du in der Zukunft noch an deinen Arbeitgeber? Ich möchte auf jeden Fall einen Job ausüben, der einen Sinn hat für mich, wo ich auch meine Träume verwirklichen kann und wo ich halt auch wo ich wertgeschätzt werde von meinem Arbeitgeber und auch von den Kolleginnen. Das ist der Fabio von der Wassermanngasse und mit dem werde ich jetzt ein kleines Interview durchführen. Welche Erfahrungen hast du bereits in der Hotellerie gesammelt? Also ich komme aus einem Wirtshausbetrieb. Ich habe schon seit meinem 14. Lebensjahr angefangen zu arbeiten. Ich habe ein Praktikum im Steirek schon absolviert und werde jetzt demnächst wahrscheinlich nach Tirol gehen. Nun sind wir am Ende unseres Beitrages angelangt und stellen fest, die Jugend erwartet nichts Unmögliches. Vor allem Werte wie Vertrauen, Wertschätzung und Abwechslungsreichtum sind für die Jugendlichen essentiell. Und dies kann der Tourismus bieten.